kurz, Simon, wir sind hier im German Funkhaus und das hast du ins Leben gerufen, hier am Rande der Source by Source West. Wenn du mal so die vergangenen Jahre Revue passieren lässt, was hat sich da geändert mit Blick auf die Source by Source West? Was ist anders geworden? Oh, sehr viel. Unglaublich verändert, was die Stadt angeht, aber auch genauso, was die Leute angeht, die hergekommen sind und herkommen. Am Anfang waren es sehr viel Kreative, sehr viel Musiker. Mittlerweile ist die Interactive sehr, sehr groß geworden, so groß wie noch nie. Es kommen viele Corporates von Mercedes bis hin zu Siemens, von KPMG bis hin zu großen Agenturen. Die Teilnehmerzahl aus Deutschland ist gestiegen, es sind über 1000 Leute da, gefühlt vielleicht über 2000, ich kann es gar nicht sagen, aber es ist, die ganze Atmosphäre hat sich verändert, die Stadt hat sich verändert und das Programm ist noch größer geworden. Man kann gar nicht alles mitnehmen, das sind hunderte von Veranstaltungen am Tag. Was sind denn die großen Themen dieses Jahr? Themen, würde ich sagen, sind auf alle Fälle Bots. Überall tauchen die Bots auf. Das ganze Thema Artificial Intelligence und Machine Learning, also Automatisierung. Dann das ganze Thema Pivoting, also mit etwas anfangen, mit etwas anderem enden. Die großen Stars, die hierher kommen, ist ein Thema. Überhaupt nicht Trump, was ganz spannend ist. Das ist völlig unpolitisch, sondern es ist viel mehr Gossip und was kommt aus dem Tech-Bereich. Was findest du persönlich denn spannend an Bots und ihren Einsatzmöglichkeiten? Es ist eine neue Bewegung, wo der Mensch sich ein Pendant schafft, mit dem er kommunizieren kann, das erstmal nicht menschlich ist, sondern das ist eine Technologie, mit der er interagieren kann und die er ein Teil seines Lebens werden kann. Und das fasziniert die Menschen, zu gucken, wo geht die Reise hin. Also ich glaube, eine unglaubliche Neugier, aber auch ein unglaublicher Respekt davor. Markus, du hast deine Source by Source West Jungfräulichkeit verloren in diesem Jahr. Du bist zum ersten Mal da. Was sind deine ersten Eindrücke? Groß, laut, schnell, aufregend, neue Leute kennenlernen, unfassbar tolle Gespräche führen mit sehr, sehr kreativen Menschen. Alle haben mir erzählt, das wirklich interessantere Sachen findet in den Gängen statt, in den Schlangen statt, in den Kaffee statt und das stimmt. Das Thema Bots, so wie der Simon das gesagt hatte, ist echt ein wirkliches Thema. Ich habe auch mehrmals jetzt gesehen, wie das Thema Human-like Intelligence eine Rolle spielen wird. Und Themen wie Predatory Shopping tauchen immer wieder auf. Also es ist wirklich ein unglaubliches Erlebnis hier.